Heute ist Sonntag, der 9. April 2017 und ich habe mich heute entschieden, zur Festung Königstein zu fahren. Ich habe nun das Festungstor und den dazugehörigen Gang durchquert. Bei diesem Gang, dort war alles relativ dunkel, nass und feucht. Ich kam mir etwas vor wie in einem Bergwerk. Nun bin ich direkt auf dem Festungsplateau und hinter mir steht einer von diesen imposanten historischen Kanonen. Von hier aus hat man einen sehr schönen Ausblick. Aufgrund des sehr schönen Wetters kann man relativ weit in die Ferne auf das Elbsandsteingebirge schauen. Hinter mir liegt nun der Lilienstein sowie die Stadt Königstein. Ich habe nun meinen Rundgang begonnen und befinde mich nun nicht länger in der Nähe des Pavillons. Mal schauen, welche historischen Gebäude mich noch auf meinem Weg hier erwarten. Ich stehe nun auf der Mauer der Festung Königstein. Die Mauer selbst hat eine unglaubliche Länge von ungefähr 1,8 Kilometern. Dabei hat sie eine Höhe von ungefähr 42 Metern. Im Hintergrund erkennt man nun das Eingangstor zur Festung, über das ich heute Morgen auf das Festungsplateau gekommen bin. Das Festungsplateau ist ungefähr 9,5 Hektar groß, womit die Festung zu den größten Festungen in Europa zählt. Die Festung ist dabei auch relativ alt, wobei bereits um ungefähr 1100 vor Christus die ersten Besiedlungen in der Bronzezeit auf diesem Berg waren. Aktuell stehen auf dem Berg ungefähr 50 Gebäude, die etwa 400 Jahre alt sind. Die gesamte Festung erhebt sich von der Elbe um ungefähr 240 Meter. Vor kurzem war ich noch beim Zeughaus und habe dort einen kleinen Abstecher in die Weinräume gemacht. Im Weinkeller war auch eine Ausstellung zu drei Riesenfässern, wovon das dritte und größte ungefähr 200.000 Liter Wein gefasst hat. Eine wirklich atemberaubende Menge. Allerdings gab es auch das Problem, dass das Fass aufgrund der Feuchtigkeit in den Kellerräumen relativ schnell kaputt gegangen ist, sodass diese Riesenfässer nur wenige Jahrzehnte gehalten haben.